Reporting for duty. Ja, dann reporte mal. Machst du fein. Attention. Building completed. So, das ist ein bisschen übertrieben. 12 Stunden. Horde von Infizierten. Aber von wo? Von überall, ne? Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Ich brauche mehr Leute. Ich habe ja doch ein bisschen Bammel jetzt. Bei unten ist hier niemand. Unten steht niemand rum. Manche stellen sich dann echt Grütze verteidigt. So, eine Liste vielleicht nochmal? Könnte man machen, ne? Muss mal pausieren. Das Haus kann auch weg. Meine Überliste, hier ist auch quasi nichts. Das ist ein bisschen blöd. Und ich kann auch nichts hinbauen. Ah! Mann! Er denkt, sie sind sowas aus hier. So eine blöde Mission. Ah. Hier kann auch jemand hin. Wow, da sind die ganzen Jäger. Hurra. Mächtige, mächtige Jäger. Ich brate gleich erstmal einen Jägerschnitzel. Haben wir mal einen Schockturm noch irgendwo? Da kann noch einer hier oben, könnte noch vielleicht. Habe ich hier einen Schockturm? Nee, ne? Toll. Kommt super. Natürlich habe ich keine Steine. Natürlich habe ich keine Steine. Zumindest kann da ein Teil schon mal von abgehalten werden. Hier kommen. Machen wir noch Holzwand davor. Klappt auch. Da kommen sogar welche. Okay. Die fangen an herzukommen. Ja, oben wird es gespreadet, ne? Da geht es los. Hurra. Da werden sie weggeblastet. Hurra. Da ist blöd. Da kommen die nicht mehr ganz hin. Warte. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich muss einfach alles vollbauen hier. Da habe ich den Eindruck. Die stehen noch viel zu weit weg. Wobei, ich kann mal eine kurze Bilanz machen hier und mal gucken. Die stehen komplett am falschen Ort. Das Ding ist halt, die sind halt nicht überall, ne? Die sind halt nicht überall. Hier oben, genau, da ist halt blöd. Wie war es das alles jetzt, oder was? Warte, hier kommt hier nichts mehr? Hier oben ist halt blöd. Weil das Gebäude wirklich im Weg steht. Warte. Kann ich das nicht zumachen, oder was? Wo werden Menschen stehen? Jetzt geh da lang, du Eumel. Warum kann ich da nichts hinmachen? Weil es zu dicht dran ist, oder was? So. Hä? Warum ist da oben blöd? Ich habe keine Ahnung. Schießen die wenigstens? Das passt hier, das ist okay. Ah, wie, das war's, oder was? Das wäre ein bisschen albern, wenn das jetzt alles gewesen wäre an Einheiten, was hier ankäme. An Zombies. Ah, ich befürchte das gerade mal, ne? Ah, was heißt befürchten? Ich erhoffe mir das gerade mal. Könnte ich hier oben fast aufmachen. Und von außen dann da mal angreifen. Also ist halt blöd. Verstehe nicht, warum das hier vorne nicht geht. Das ist kompletter Käse jetzt hier. Ja, wunderschön. Machen wir kurz eine Mauer, ne? Super. So, passt. Schön eingekesselt. Das sieht bescheuert aus. Da ist noch einer. Ja, alter Tom wird das machen. Da gebe ich mir so viel Mühe, das alles aufzubauen und dann sind es so eine Handvoll Leute. Ich habe sogar noch genug Krams. Ist das jetzt ernsthaft einer kleiner da oben? Flop. Machen wir da ein Tor rein.
So, ihr dürft nur durchgehen. Tot. Hey. Das ist ja albern. Ich dachte, das wird schlimm jetzt. Ja, oben ist auch noch einer. Das ist jetzt, also ich bin, also, puh. Ich möchte jetzt nicht enttäuscht wirken, ne, aber. Huh. Das waren noch keine 1000 Leute da. Hier, komm, hier gehen wir alle da hoch. Das war doch nicht, da hätte eine Balliste in der Mitte gereicht für alles. Gefühlt. Hätte locker gereicht. Ach Gottchen, ey. Das ist ja albern. Okay, na gut. Das ist wirklich albern. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Aber da habe ich schön alles voller Türme und dann sowas. Der Quintus Crane schon wieder. Our great general has returned. 3 years have passed and the empire now holds 12 colonies. I do not know if it's talent or mere luck that accompanies you, but you have become the most valuable instrument for the new empire. Be aware, your responsibility is growing. If the new colonies succumb to the infection, the infected will multiply in such a way that even the prominent walls of the Great Crater will not be enough to avoid the ruin of Empire City. And we would return to the darkest time known by humans. The fate of the new empire is in your hands now. You may continue on your way. Wir sind die Videos einigermaßen inhaltsfrei, behaupte ich mal. Und die sind für mich auch furchtbar leise. Ich mache die für euch immer ein bisschen lauter. Und eine ganze Ecke lauter, aber die sind halt sehr leise. Ah, gut. Noch ein Schwarm. 6500. Boah. Die Oase Mission 3. Hier Stufe 3. Können wir machen, klar. Krankenhaus, ja. Was mache ich denn? Ich habe neue Forschungspunkte. 350. Kann ich vielleicht jetzt endlich mal was mit meiner Dings anfangen? Hier mit meinem. Mit meiner erweiterten Mechanik, mit der Gießerei. Das Gebäude Ingenieurzentrum. Konstruktion und Ausbildung der wohl hochentwickelsten Einheiten. Da brauchen wir Öl für, ne? Ich würde gerne mal welche von den Wundern bauen, aber. Biotechnik, neues Gebäude, große Farm. Produziert Nahrung durch das Abernten der nahegelegenen Grasfelder. Hat halt entsprechend nochmal mehr Bums, ne? Große Mühle erzeugt Energie für die Kolonie. Das wäre halt auch gut, weil die ist halt sehr praktisch. Die ist zumindest praktischer als das, also, macht weniger Strom als das Kraftwerk, aber verbraucht halt nichts. Von daher wäre auch interessant und sinnvoll. Die Frage ist ja, was ich hier nach so mache, ne? Gebäudeschutzbarriere plus 10%. Okay. Wolframsäge, Sägemühle, Hochholzrodung plus 10%. Und das Gebäude, großer Steinbruch. Das ist auch sehr nett. Ah, da brauche ich Titanium für, ne? Genau. Also im Prinzip werden hier die ganzen großen Produktionsgebäude gemacht, ne? Große Farm, große Steinbruch. Das halt doppelt so viel dann nochmal produziert wird von den ganzen Nahrungsmitteln und Materialien. Stacheldrahtfalle ist, verlegt eine starke Stacheldrahtzaun, welche die Gegner beschädigt und verlangsamt, wenn sie in die Nähe kommen. Habe ich nie ernsthaft benutzt, muss ich sagen. Eisentransport, Holztransport. Jedes Mal, wenn der Zug in die Kolonie ankommt, erhältst du folgende Rohstoffe. Holz plus 15, Stein plus 8, Eisen plus 6. Weiß ich nicht, ob das spannend ist. Gold plus 300 alle 24 Stunden. Jedes Mal, wenn der Zug in die Kolonie ankommt, erhältst du folgende Boni Wespe. Dieses Maschinengewehr attackiert automatisch feindliche Einheiten. Oh, das klingt interessant. Strukturenbauzeit minus 10%. Einheitenrüstung plus 5%. Soldatenangriffsstärke plus 20. Schockturm benötigt Energie minus 30%. Also Musik, okay. Schockturm Angriffsreichweite plus 1. Wow, okay. Kriege ich aber nicht so schnell freigeschaltet, ne? Schade, hierhin sind halt so die richtigen Verbesserungen. Also die das halt wirklich stark machen. Also sind auch teuer entsprechend. Soldatausbildungszeit, ja. Was hätte ich denn mal gerne? Soldat, Sichtweite, Angriffsreichweite. Mache ich das? Soldaten sind schon super.
Ich weiß auch nicht. Am besten mache ich gar nichts. Biochemie, große Farm. Machen wir es ins Ingenieurzentrum. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Radar ist eine große Aussichtsform quasi. Ölplattform, Ölförderung, ja. Thanatos wäre schön. Weil das sind halt die richtig starken Einheiten hier. Das ist entsprechend schwierig, die zu bekommen. Beziehungsweise die sind halt sehr teuer. 600 Gold, 10 Eisen, 20 Öl. 40 Eisen, 40 Öl, der Titan. Von daher, die sind halt stark, aber die sind auch teuer. Aber die sind, da möchte ich gerne drauf hinarbeiten. Weil das man deutlich flexibler mit. Okay, machen wir die Oase oder das Tal des Todes? Tal des Todes klingt irgendwie einladender, ne? So. Zweifelsohne handelt es sich bei dem Tal des Todes um einen unwirtlichen und schlechten Ort für die Errichtung einer Kolonie. Oder mache ich für die viele Forschung, die es gibt? Ich mache das hier erst. Dennoch ist es ein strategischer Standort von essentieller Wichtigkeit für das Imperium. Das Gebiet liegt am Rande einer großen Wüste und keine infizierten Schwärme können die Kolonie erreichen. Allerdings befindet sich noch eine große Population von Infizierten in der Region, weil sich dort vor vielen Jahren zwei Dörfer gegründet hatten und von den Infizierten überrannt wurden. Die Region ist öde und du musst mit den wenigen Ressourcen arbeiten, um eine annehmbare Bevölkerungszahl zu erreichen. Wahrscheinlich bräuchte ich jetzt die großen Farmen oder sowas. Weiter Horizont, Sichtweite plus 10. Wahrnehmungsfähigkeit plus 30. Die Infizierten. Vernichte alle Infizierten, Koloniebevölkerung 1500. Vernichte alle Dörfer des Verderbens. Aber keine Angriffswellen? Das ist quasi genau das Gegenteil von eben gerade. Von der anderen Mission. Oder? Mal gucken, ob hier was von der Welle steht. Nops. Okay. Da sind die ersten. Das ist ungünstig. Ah, großes Ding, ne? Und hier ist anscheinend ein Dorf. Da oben ist anscheinend auch ein Dorf. Wenn man sich die Karte mal anschaut. Das Übliche. Wenigstens sind wir nach unten hier abgesichert schon mal. Schon mal ein guter Anfang. Ah, hier ist das ganze Grasland, ne? Im Prinzip darf ich hier keine Häuser hinbauen. Im Prinzip muss ich möglichst schnell hier oben hin, dass ich hier alles für Nahrung benutze. Wobei ich halt jetzt wahrscheinlich die große Farm sehr gebrauchen könnte. Vermute ich einfach mal. Das sind Steine. Das ist wunderschön. Ich werde trotzdem halt irgendwie hier unten reinbauen müssen, weil so schnell komme ich da nicht hin. Ah ja, die Reichweite hat sich erhöht hier. Vielleicht bauen so ein paar Häuser hier mal hin. Ich brauche auf jeden Fall auch Nahrung, logischerweise. Und sollte vielleicht nochmal hier ein bisschen mehr... Kann ich überall hinbauen? Dass ich überall hier schon mal Holz auch fällen kann. Komme ich so gerade so hin, okay. Da haben wir einen Wing. Das passt. Ich kann ihn noch ein bisschen weiter nach oben ziehen. Kleines bisschen. Damit die was zu arbeiten haben hier. Aber erstmal sollen sie beschützen, bis ich hier so eine gewisse Grundlage aufgebaut habe. Wobei ich den Stein durchaus sehr gerne haben wollte und sollte und bräuchte. Wäre doch äußerst deluxe. Ein Haus geht dahin. Und ein Holzfäller. 12, 13, 14. Wenn ich den hier anmache, kann ich da oben nichts machen, ne? 12, so. Ist echt ungewohnt, wieder mit so wenig Arbeit, mit so wenig Nahrung hier arbeiten zu müssen. Wenn man doch überhaupt nichts hat. Ist ein bisschen gemein. Machen die mit, ja, ne? Passt. Die sind okay. Ja. Gut. Mehr Menschen sind natürlich sinnvoll, ne? Mehr Nahrung, logisch, klar. Aber ich muss mich halt echt ausbreiten hier. Man ist das gleiche wie immer, ne? Aber es ist gemein. Ich kann aber zwei hier oben lassen. Zwei patrouillieren hier so ein bisschen vor sich hin, wie sie gerade Lust haben. Und die anderen räumen hier mal ein bisschen auf. Ich muss vorankommen. Und auch da schon mal Leute hinbauen. Hier kann ich jetzt später nochmal abreißen, ne? Also wenn ich eine gewisse... gewisses Budget habe, quasi. Das können wir ja noch später mal machen. Dass wir den Platz hier frei machen.
Wenn es wird irgendwo anders noch andere Nahrungsquelle sein, ne? Das sollte noch funktionieren. Da muss ich ein bisschen aufpassen hier. Bisschen sehr aufpassen. So. Alles ist schon mal okay hier. Ach doch, ich mach das. Hier sehen Sie einen verzweifelten Menschen. Oder einen unschlüssigen Mensch, wie immer. Ich brauche trotzdem mehr Holz. Hier kann man zumindest einigermaßen gut wahrscheinlich eine Mauer bauen, eine erste. Wobei hier oben sieht das auch sehr eng eigentlich aus, ne? Sieht okay aus. Dass man hier. Wahrscheinlich kann man aber schlecht zumachen, aber ich hoffe, hier oben ist einfach mal nichts. Dass man da nicht durchgehen kann. Hoffen kann man ja mal zumindest. Attention, da 13. Hier oben klappt da noch was hin. Gehe ich im Moment mal von aus. So, Tränenhesse reift. Heißt, hier kann ich jetzt Menschenhäuser bauen. Echte Menschenhäuser. Also nicht Häuser aus Menschen, ne? Aber für Menschen. Wäre auch interessant. Wäre aber ein bisschen windig und zugig wahrscheinlich. Weil die nicht sehr dicht abschließen. Habe ich das jetzt an den Platz gemacht, wo man noch Holz hätte fällen können? Ah, ist ja super, wenn das zu wäre. Wobei, hier kann man auch gut zumachen. Nops, es ist zu. Halt! Na, da sind welche. Ah, es ist gut für mich. Es ist gut, wenn es hier verwinkelt ist. Und es ist tatsächlich gut, dass keine Wellen kommen. Weil dann ist es nämlich sehr berechenbar, wie zaghaft ich da vorgehe. Wie zaghaft ich hier das alles machen werde. Zumindest soweit meine Wunschvorstellung und Theorie. Sehr gut. 4, da wäre das gar nicht mehr schlecht. 5. Da kriegen wir noch einen hin. Hoffentlich. Die müssen unbedingt weg. Und ihr dürft auch mal hier einfach so machen. So. Muss ich daran denken, dass ich die mal ein kleines bisschen nach vorne schicke. Dass sie weiterkommen, dass sie weiter hier den Weg ausbauen. Hier sollte auch nichts sein, das ist gut. Das heißt, wir haben einen relativ engen Eingang hier. Das heißt, wir können hier ziemlich dicht machen. Hoffe ich einfach mal. Soweit die Theorie. Hier unten soll denn überhaupt nichts mehr kommen. Da fährt ein Zug lang und dann ist gut. Energie fehlt. Die Energie schon wieder. Wie habe ich es mit der Energie? Die sind immer so plötzlich weg. Dann klappe zeige ich euch. So, wahrscheinlich sind aber irgendwo noch ziemlich fiese Typen, die einen etwas länger verfolgen als die hier. Weil die gehen ja ziemlich schnell kaputt hier mit 1, 2 Schüssen oder mit 3. Aber ne, die ganzen anderen Leute, die da entsprechend ein bisschen mehr Bearbeitung brauchen, werden hier mit Sicherheit auch kommen. Das ist ja, welche von den großen Leuten sind mit Sicherheit. Würde mich wundern, wenn nicht. Wenn es schon quasi keine ernsthaften Wellen gibt. Das sind zumindest die stationären Typen hier. Bisschen kniffliger werden. Beziehungsweise durch die Städte halt, ne? Entsprechend. Viel Stress auf einmal passieren sollte. Das ist blöd. Wenigstens heilen die sich. Zwar langsam, aber sie heilen sich. Das heißt, selbst wenn man irgendwann die Leute mal angeknuspert kriegt, ist es nicht furchtbar schlimm. Und sofort vorbei. Kann ich trotzdem eine Kaserne bauen? Nein. Weil ich an der falschen Stelle schaue. Hey, ich kann keine bauen, Mist. Weil ich Stein brauche. Aber plus 5 ist schon mal ganz gut. Und es können mehr werden. Wenn ich dann die Energie da oben habe. Das ist, glaube ich, gar nicht mal schlecht hier. So. Da bräuchte ich auch noch einen hin. Da haben wir auch Eisen. Sehr gut. Noch ein enger, noch ein Engpass zum Absichern. Denn im Prinzip theoretisch bräuchte ich auch nicht mehr Mauern, ne? Wenn man sich das mal so ansieht. Wenn hier keine Wellen kommen und ich immer Stück für Stück nur vorgehe, theoretisch in aller maximalen Theorie bräuchte ich da keine Mauer. Aber nur mit sehr viel Fantasie und Theorie. Riskieren will ich das nicht.
Aber theoretisch. Nicht praktisch, sondern theoretisch. Deswegen praktisch werde ich erstmal hier eine Mauer hinbauen. Weil ich finde es schon ganz praktisch. So, zack. Das mache ich hier auch gleich. Dann haben wir zumindest so eine grobe Grundsicherung. Und wer möchte das nicht? In dieser heutigen Zeit. Bisschen Holz noch mehr. Hier 9, 10, 10. Klar, logisch. Kriegen wir da raus. Nahrung 4. Ich habe eine Zeitbegrenzung, ne? Mit 70 Tagen. Ist okay. Aber 1500 oder was war das? Ja. 1500 Leute. Selbst das ist machbar. Ich behaupte einfach mal, das ist machbar. Und einer ist schon ein Veteran. Sehr gut. Das heißt, er macht mehr Schaden, beziehungsweise schießt deutlich schneller. Das, was ich gerne möchte. Ich brauche Nahrung. In sehr großen Mengen. 14. 11. Ich brauche Farmen, falls man das nicht merkt. Die Möglichkeit, die Lizenz zum Farmen. So. Farmer mit der Lizenz schön nach Hause. Okay, die halten da den Raum ein bisschen gefeudelt. Das ist gut. Zack, zack, zack. Halt. Nicht da durchkommen. So, hey, erste Absicherung. Wuhu. Sehr gut. Sehr gut. Also wir können erstmal noch vor der Mauer patrouillieren. Bevor ich die noch weiter hier ausschicke. Ich glaube, das mache ich in dem Moment, wo ich eine Kaserne habe und ein paar Leute mehr. Dass ich die dann mal losschicke. Was genau jetzt der Fall sein könnte, oder bald zumindest. Ist egal, wohin. Ist wirklich egal, wohin. Ich hätte auch noch gerade eine Lagerhalle bauen können, was sehr sinnvoll wäre wahrscheinlich hier. Ja, komm. Ich würde Patrouille machen, ne? Vielleicht können die aber auch das ganze Stück hier patrouillieren. Brauche ich auch gar nicht zwei. Aber wird echt noch interessant, wo hier noch alles Engstellen sind, wo man quasi einzelne Bereiche abschließen kann. Wäre, glaube ich, ganz praktisch zu wissen. Flop, flop, flop. Lass mir mal Platz. Das ist okay, dass man hier durchkommt. Total ein schmaler kleiner Weg zum Durchkommen. Die werden sich freuen. So. Komm, mein Geld. Deswegen mache ich das da gerade mal hin. Wie war das mit? Ich warte erstmal, bis ich eine Kaserne habe und guck dann erst weiter. Klappt super, ne? So, drei neue Leute. Hilft. Ich bin mal sehr gespannt, wie viel Grünflächen hier sein werden. Weil wenn wirklich das Bekommen der ganzen Nahrung das große Problem ist, dann hätte ich wahrscheinlich echt eine Farm gebraucht. Für den ganzen Krams hier. Aber wir schauen mal. 1500. Irgendwie muss man das ja machen können. Na, mal so gesehen. Irgendwie geht das ja. So, die brauche ich überhaupt nicht hier, weiter vorne. Ich schalte meistens mal zu dritt hier ran. Und die machen mal den ganzen Weg von hier. Ups. Von hier runter. Dahin. So. Die sorgen einfach mal ein bisschen für Sicherheit. Hier brauche ich noch mal Leute, ein paar Leute mehr. So ganz ohne Eisen. So ganz unvereist. Schreinerei wäre auch schön. Mit ein bisschen mehr Gold. Kleines bisschen mehr. Ganz kleines bisschen mehr Gold. Und ich kann mich wieder nicht zurückhalten und gebe das sofort wieder aus. Es ist total toll. Nahrung. Ich glaube, ich kann hier nirgendwo noch was hinbauen, ne? Im Moment. Von daher, da bin ich zumindest eingeschränkt gerade mal. Bin ich doch gerade sehr eingeschränkt. Die kommen ein bisschen nah, aber die sind beide gut. Das ist ja gut. Die kriegen das hin. Wenn jetzt tatsächlich keine nachkommen, dann ist ja auch super. Das macht es tatsächlich sehr viel praktischer.
Kann ich gleich auch was hinbauen. Mehr Energie brauche ich gerade mal gar nicht. Noch nicht. Zumindest brauche ich keine Steinmauern erforschen, ne? Das ist schon mal ganz cool, glaube ich. Machen wir da eine Lagerhalle? Machen wir da eine Lagerhalle hin. Das ist sinnvoll. Rede ich mir gerade mal schön.